Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. Wir sind in der Welt der Träume. Wir sind jetzt in Asgard angekommen. Und jo, schaut einfach die letzte Folge an, Leute. Da sieht man schon ein bisschen was von der Welt. Ist richtig cool gemacht. Da unten ist der Bifrost. Da hatten wir in der letzten Folge einen richtig geilen Kampf gehabt. Genau, und jetzt würde ich sagen, wir werden ein bisschen Schätze sammeln gehen. Und ja, Rätsel lösen, Artefakte finden, einfach die ganze Welt ein bisschen anschauen. Und ja, ich bin gespannt. Quest wäre aktuell weit gereist. Begib dich zur Schicksalsquelle. Aber man sieht es eh hier. Hier sind noch ein, ja, Haufen Schätze da. Da, zack, zack. Und hier könnten wir wieder aufwachen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja das hier alles noch ein bisschen erkunden. Ganz schön viel, hey. Aber cool, auf jeden Fall. Gut, dann schauen wir mal. Wir müssen irgendwie nach unten. Das heißt, gibt es hier irgendwo eine Höhle oder so? Zeig es mir. Hier ist eine Höhle. Okay. Ich finde es halt eine coole Abwechslung, muss ich sagen. Eine coole Abwechslung, mal ein bisschen was anderes zu sehen wie England. Okay, die können wir gleich mitnehmen, weil die brauchen wir bestimmt. Genau. Ich finde die nordische Mythologie finde ich sowieso geil. Also mit den nordischen Göttern. Tränensteine brauchen wir. Brauchen wir 30 Stück dafür, für die Opfergabe. Also ich schätze mal, das natürlich dann das ganze Gebiet auch. Vielleicht kriegen wir ja auch dann einen coolen Ausrüstungsgegenstand, wenn wir das komplett abschließen. Okay, da kommen wir nicht hoch. Meter unter uns. Bin gespannt, ob es da noch mehr Traumwelten gibt. Ich habe mich nicht informiert vorher, also ich schaue mir da meistens nichts an, wo es irgendwas zu holen gibt oder so. Das mache ich dann, ich schaue dann erst wirklich erst zum Schluss, wenn ich das Spiel durchgespielt habe und ich wirklich noch Trophäen oder so bräuchte, dann lese ich mir halt so Guides durch, ja. Aber vorher schaue ich mir sowas nicht an. Da unten, dann kann man hier runterspringen. Oh ja, ziemlich knapp. Wieder ein Tränenstein. Hastig geschriebene Nachricht. Harvey, die Jüttener haben Hilfe. Allein hätten die Eindringlinge meinen Schutzkreis nicht überwinden können. Ich nehme die Verfolgung dieser niederträchtigen Grenzübertreter auf und berichte dir später. Ha. Okay. Hier haben wir auch noch was. Und danach müssen wir dann eigentlich mal hier rüber. 150 Meter. Das wäre cool, wenn ich mich da irgendwie hoch teleportieren könnte.
oben drin, okay. Okay, da brauche ich wieder so eine Feuerurne. Hier ist auch schon eine. Hier. Okay, jetzt schauen wir noch auf dem Boot noch mal. Obwohl, könnte man da nicht mit dem... Ah ne, kann man schon machen mit dem Boot. Die erst gemeint, dass wir vielleicht mit dem unserem Reittier da durchgehen. Durchs Wasser, aber wir müssen ja zurück auch wieder. Ich glaube, dass es mit dem Boot insgesamt schneller geht. Sieht richtig schön aus. Das ist der Beefrest. Der denn da? Dein betrunkenes Klagen schallt durch Asgard. Was hat dir so zugesetzt? Ich habe ein schönes Strandhaus in Noatun. Der vollkommenste Ort in ganz Asgard. Ganz Asgard. Aber reicht es, um Skadi glücklich zu machen? Nein! Sie will, dass wir in den beschissenen Bergen erfrieren. Sie ist eine Jötun, das hättest du wissen müssen, bevor du sie zur Frau nahmst. Sie wählte mich? Was kann ich dafür, dass ich solch schöne Füße habe? Du kannst so nicht weitermachen. Dein Geheul wird einen Seesturm entfachen. Das ist mir gleich. Ich habe genug Met, um mich warm zu halten. Beskadi und ihr Clan in ihre kalte Heimat zurückkehren. Vielleicht werden sie das. Doch zuvor werden sie die Reichtümer deines schönen Hauses plündern. Daran hatte ich nicht gedacht. Bring ihm mir das Eiern. Ich muss zur Küste zurück. Bring mir ein Boot. Noch habe ich meinen Stolz. Ich weigere mich wie ein Fischer zu schwimmen. Bring mir ein Boot! Oh, sehr ruhig, Mensch. Hier ist ein Boot.
Stani! Stani! Ihr Herz ist so kalt wie ihre Berggipfel! Eine Jötun zur Frau zu haben, ist sicher nicht leicht. Das einzige Mal, dass sie je wirklich lächelte, war, als diese Ziege fast lobte. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss mit dem. Ich weiß noch, wie ich dachte. Och, die ist grausam. Und hinreißend. Die Freude war den Schmerz nicht wert. Und nun habe ich ihren ganzen verfluchten Clan am Hals. Ich kenne eine Rune, die ihren Äxten die Schärfe nimmt. Nur wenn das auch ihre Zunge geht. Fahr jetzt einfach mal dahin. Du findest Frieden, edler Njörg. Okay. Eine schlechte Wahl kann schwierig sein, aber nicht schlimmer als überhaupt nicht zu lieben. Mein Heim in Noatun wird mir genug Freude bringen. Aber okay, hier haben wir dann alles. Das nächste wäre dann hier drüben. Können wir hier weitermachen? Fahren wir gleich mit dem Boot rüber. Gewissen. Was liebst du? Wissen, Meereskönig. Was macht denn der da? Nachzujagen, Geheimnisse zu entwirren, Geschichten zu entdecken. Das ist es, was mich nährt. Nun, so wie ich die Welt und alle neuen Reiche kenne, wirst du nie hungrig sein. Keine Ahnung, was der macht. Da lass den einfach schwimmen. Okay, gehen wir da rüber. Oder fahren wir rüber. Schon wieder 4 Level. Also 4 Fähigkeitspunkte. Okay. Das war's mit unserem Boot. Der Baum, der sieht aus wie bei Avatar. Ach, wie wollen wir nicht rein?
Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Okay, wie immer halt. Oben kommen wir rein. Ach, geh. Oh. Eva, bitte. Was macht die denn? Also das. Die kichtelt auch so komisch rum. Macht aber die Tür auf. Okay, die nächste Träne ist hier drüben. Sagt da oben drauf. Das bedeutet. Okay, läuft doch. Hin ist auf dem Zeug. Krass. Die werden sofort angreifen. Wow. Okay, da kommen wir nicht rüber. Okay, wir kommen jetzt da auch gar nicht so hoch. Okay. Yo, baby. Ja, hier ist was. Okay, da komme ich nicht durch.
Hier brauchen wir wieder nur so eine Urne. Ah, okay. Okay, aber hier drin ist ja nichts, oder? Da müsste ich rein, aber wie komme ich da rein? Warte mal, jetzt genau. Okay. Es gibt immer einen Weg, Leute. Mal ein bisschen warten, bis das Feuer wieder weg ist. Ein Fertigkeitspunkt. Meter. Da oben, okay. Wie kommen wir da hoch? Da lang vielleicht. Sehr schön. So muss das. Okay. Okay, wir uns gleich das Rätsel. Dort hinne. Okay, also, warum soll ich das jetzt wegziehen?
Mach's lieber mal. Da drüben. Boah. Nur ein Gott könnte dieses uralte Wesen gegen ihren Willen festhalten. War es der Trickreiche? Okay, ich glaube, ich muss die... Deswegen habe ich böse Vorzeichen, wo keine sind. Na komm mit. Kuh. Komm. Helga, los. Na komm. Geh. Sag jetzt nicht, ich muss Sissi auch noch wegmachen. Ei. Schlecht Durst, der dieses Urwesen. Urwesen. Okay, hier wird's weitergehen. Gehen wir gleich hier rüber und dann würde ich sagen, machen wir die zwei Sachen und machen dann mit der Hauptquest weiter. Selbst die Götter unterliegen einfachen Bedürfnissen. Stille deinen Durst, Menschenschöpferin. Mögest du viele neue Wunder für uns erschaffen. Na, habe ich, Bitch. Sieht echt aus wie bei Avatar. Ja, dem Reittier geht's relativ zügig.
Alter, geht's hier tief runter? Was ist das? Alter, was ist das? Okay, vielleicht kommen wir da mit der Quest irgendwie rein. Okay, das andere lassen wir jetzt erstmal, das holen wir uns später. Ich mache jetzt mit der Quest, holen wir uns die zwei Sachen noch und dann machen wir mit der Quest weiter. Außer das Ding liegt wirklich unter Wasser, dass man da irgendwie in den Berg reinschwimmen muss, weil ich sehe jetzt hier aktuell nichts. Scheiß. Okay, dann ist egal, dann machen wir die Quest weiter. Das wird in dem Berg unten drin liegen. Also kommen wir hier irgendwie rein. Ist irgendwas starten? Irgendeine Sequenz oder so? Begibt sich zur Schicksalsquelle. Machen wir doch mal. Die Schicksalsquelle. Können wir es abschießen? Nicht einmal ich kenne all deine Geheimnisse. Der Sonnenstein wurde bewegt. Der Lichtpfad hat sich verschoben. Okay. Genauso ein Portal oder so eine Barriere hatten wir unter Wasser auch. Ich weiß gar nicht, ob man da runterspringt, ob man da... Warte mal, probier mal was. Okay, das Wasser. Wasser. Diese Höhlen reichen tief. Niethoek und seine Schlangen waren fleißig. Kann ich aber nicht tauchen. Gerade Schlangen gesehen am Boden? Nee. Nee, war ein Ast, okay. Ich speichere mal. Man weiß nicht, was hier noch gleich kommt. Ja, deswegen. Abi, Loki sagte, du wärst hier. Er erzählte mir von der Bitte des Baumeisters. Sein Angebot besorgt mich sehr. Warum wurde der Durchgang geschlossen? Ist jemand kürzlich hier gewesen? Hörst du mich, Harvey? Dieser Baumeister ist uns völlig fremd. Wir kennen seine Absichten nicht. Ich bin der König Asgards Tür. Zweifle nicht an meiner Absicht, es zu schützen. Beruhig dich doch. Was bedrückt dich? Es
seltsame Omen und wilde Vorzeichen. Etwas Böses regt sich. Und nicht immer kann ich Wahrheit und Trug auseinanderhalten. Weitblicker, du siehst mehr als wir alle. Ich habe keinen Zweifel, dass du bezwingen wirst, was dich bedrückt. In den kommenden Tagen brauche ich deine Stärke, um mich zu erden, um mich zu fordern, um mich vom Abgrund zurückzuziehen, wenn ich taumle. Das werde ich, solange mich ein Atem erfüllt. Und so muss ich dich warnen. Wandle mit Vorsicht an diesem Ort. Was hier geschieht, kann in allen neuen Welten Wellen schlagen. Okay, Ritzel Time. Versiegelt. Jemand ist bemüht, mich fernzuhalten. Vielleicht ist es als Warnung gedacht. Ich nehme es als Herausforderung. In meiner Erinnerung war es hier heller. Diese Sonnensteine sollen das Licht lenken. Aber der Pfad wurde verändert. Was, wenn ein Eindringling versucht hat, den Schutz der Quelle zu schwächen? Ob wir eingreifen sollten? Die Vollkommenheit dieses heiligen Ortes muss bewahrt werden. Doch ob wir ein Fluch oder ein Segen sind, das bleibt abzuwarten. Mal schauen, wie das hier funktioniert, das Rätsel. Es gibt zwei Ziele für das Licht, aber nur ein Strahl. Wie teilen zwei Gehöfte eine Wasserquelle? Indem sie den Fluss teilen. Hey, muss ich es erstmal anschauen jetzt. Weil kann man den. Was kann man nicht mit dem machen? Interagieren. Ach so, man kann die jetzt noch drehen, oder was? Okay. Heißt. Wenn wir den einfach mal probieren. Den da rüber drehen. Na, ich glaube, ich weiß schon, wie es geht. Glaube ich. Keine Ahnung. Jetzt sowieso ein bisschen ausprobieren. Scheiße. Okay, das kann ein bisschen dauern, bis ich das Ding hier gelöst habe. Uns fehlt da noch einer.
fehlt dann der unten aber noch. Uiuiui. Warte mal. Also von hier geht der nicht. Also der muss auf jeden Fall da runter. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Der wirft den dahin. Hat er nur die eine Richtung. Jetzt bis so. Ist ja auch nichts mehr jetzt, wo ich sagen könnte.
Das ist der. Bestimmt gar nicht schwer, das Rätsel ist eigentlich ganz simpel, aber. Jetzt bloß noch irgendwie verschieben kann man die aber nicht. Komisch. Der geht dahin. Na, der bringt mir so nichts. Du hast das schon mal gemacht, Harvey. Ein oder zweimal. Das Licht trifft auf sein Ziel. Der Stein wird beleuchtet. Ich bezweifle, dass die Narnier unseren Besuch gutheißen. Die Neugierigen sind hier nicht willkommen. Wir werden längst fort sein, bevor sie uns bemerken. Warte mal. Was ist mit dem was zu tun? Nur noch der da, aber wie kriegen wir den dann ran? Der geht da runter. Haben wir noch hier so ein Ding?
gibt der mir den Strahl. Meine Güte. Oh, Digga. Die Quelle steht uns offen. Ich gehe vor. Du musst auch erstmal drauf kommen. Okay, schöpfe Wasser aus der Quelle. Nimm, was du brauchst und beeile dich. Wir sollten hier nicht verweilen. Ich wollte jetzt erstmal schauen. Ah, das war jetzt die andere Seite, oder? Ah. Da, wo wir in der Folge schon waren. Okay. Unvorsichtiger Welpe, du solltest nicht hier sein. Ich glaube, dass gerne ein Großer kommt. Tür. Ich dulde keine Wölfe in Asgard. Dies ist ein heiliger Ort. Töten ist hier verboten. Das weißt du, Harvey. Bist du von Sinnen? Du verhältst dich, als wärst du vom Geist eines anderen besessen. Ich bin der vielgesichtige Tyr. Der Lärmer, der Speerführer, der Maskierte. Ich bin Langbart und Lumpenmantel. Ich bin der Wanderer und der Streiter. Und nun bin ich der Feind des Wolfes. Dies ist unabänderlich. Wessen Geist dich auch beherrscht, du darfst hier nicht töten. Vergieße kein unschuldiges Blut an dieser heiligen Stätte. Nimm dieses Tier und sperr es ein. Dasselbe täte ich mit jedem Wolf und Hund in Asgard, wenn ich könnte. Um deine Sorgen zu zerstreuen, erfülle ich deinen Wunsch. Der anstehende Krieg bedarf deiner vollen Aufmerksamkeit. Ich danke dir, Mutgeber, für deine ruhige Hand. Wer so tief hinabsteigt, kommt nie mehr nach oben. Dann bleibt uns nur der Weg nach unten. Okay, Leute, und damit würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch wieder mit am Start seid. Und wenn ihr mich ein bisschen unterstützt, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.